Willkommen zurück zu einem neuen Video, heute wieder nicht aus der Werkstatt. Ich werde mich jetzt auf den Weg nach Lübeck machen und werde dort mal was ganz anderes abholen. Ich habe mir da was Kleines gekauft und das holen wir da jetzt gleich mal ab. Aber vorher sollten wir noch mal tanken fahren, sonst kommen wir nämlich nie an. Der Tank ist nämlich leer. Also fahren wir vorher zur Tankstelle und dann geht's auf die Autobahn. Geheimnis mal, was wir da Schönes gekauft haben, wofür wir extra nach Lübeck gefahren sind. Ne, seid ihr sicherlich auch schon gespannt, was ich da für Blödsinn geholt habe. Auf alle Fälle kann ich sagen, ich musste zweimal hinfahren, weil ich hatte die Hälfte doch mal wieder vergessen, nicht? Ich habe mir einen E-Roller gekauft. Ist ein bisschen nass, regnet gerade draußen. Ein Soflo S06E. Hat jetzt 240 Kilometer runtergespult, das ganze Teil sieht auch noch aus wie neu. Ja, für echt für einen schnapper Preis gekriegt das Teil. Deshalb bin ich auch extra bis nach Lübeck gefahren, um das Ding abzuholen. Ich habe auch schon die erste Proberunde damit gedreht. Muss sagen, macht irgendwie voll Fates das Teil. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe schon lange überlegt, ob ich mir mal so ein Ding kaufe für die kurzen Wege mal schnell bis zur Tanke, nicht? Und habe da jetzt endlich mal zugeschlagen. Ich wollte eigentlich heute noch so einen schönen kleinen Fahrerbericht draus machen, aber bei dem Wetter, vergiss es, das macht keinen Spaß und macht auch keinen Sinn. Das wird also nochmal später dann separat kommen. So viel weiß ich auch noch nicht über den Roller, muss mich da auch noch ein bisschen belesen. Ich weiß, er hat 10 Zoll Reifen, Luftreifen. Was ich schon mal ganz gut finde, kleiner wollte ich auch gar nicht haben. Und GPS drin, App-Steuerung, schafft eine Geschwindigkeit bis 25 km/h, also völlig ausreichend für mich, sage ich jetzt mal. Schneller muss das auch nicht sein. Ja, hat eine Lampe dran, vorne, hinten, hat eine Klingel, Klingel hat auch. Damit kannst du Bing Bing machen. Ja, zugelassen habe ich ihn auch schon. Das heißt, ich habe mein kleines Nummernschildchen auch schon dran und dürfte ihn auch schon im öffentlichen Straßenverkehr bewegen. Aber wie gesagt, bei dem Wetter lassen wir. Jetzt wisst ihr, was ich gekauft habe. Und ich hoffe, ihr seid zufrieden. Und dann sage ich erstmal bis zum nächsten Mal. Ja, das nächste Video wird jetzt aber nicht der E-Roller sein. Also das wird immer so ein bisschen variieren zwischendurch. Ja, meine Mopeds gehen immer mal ein bisschen vor. Wird auf alle Fälle jetzt noch ein Video kommen. Ich habe mir nämlich auch eine neue Batterie gekauft für meine Harley. Ich habe mir jetzt eine Lithium-Batterie gekauft von Dello. Die ist auch schon da. Die ist schon da. Da ist das gute Stück. Natürlich noch eingepackt. Die werden wir dann bald jetzt tauschen gegen die Säurebatterie. Oder ja, das klingelt heute mal mein Handy. Also die Säurebatterie kommt raus. Die taucht auch nichts mehr. Wir werden eine Lithium-Batterie einbasteln dort. Das Ganze werden wir dann auch mal wieder ein bisschen festhalten auf einen kleinen, schönen, bescheuerten Video. Dann wird es noch eine kleine Ausfahrt oder eine erneute Ausfahrt geben nach Uelzen zu Walkparts. Da werden wir noch mal ein Video abdrehen. Beim letzten Mal ist leider ein bisschen Videomaterial verloren gegangen, also das müssen wir dann noch mal nachholen. Und ich denke, dass mal noch einige andere lustige Videos folgen werden. Ganzen Blödsinn, den ich so weitermache, immer schön auf Video festhalten für euch, für die interessiert.
Ja, bedanke mich jetzt schon mal für die über 100 Abonnenten. Ich glaube, heute Morgen waren es 118. Ja, vielen Dank schon mal dafür. Gerne mehr. Also immer einen Daumen da hoch und ein Abo da lassen. Ja, damit ihr weiter meinen Blödsinn noch verfolgen könnt. In diesem Sinne, bis denn dann und ringeballert. Tschüss.